Terry war ein Wunder in mindestens 6 Versionen. Es gab Trockeneis-Terry, herzlos wie ein Android auf Kontrolle und Beobachtung programmiert. Und dann Terry die 6., die ganze Tage lang das Bett nicht verließ. Würde, nur mal angenommen, Terry Typ 4 einen Mord begehen, sich danach aber in Typ 1 zurückverwandeln, dann jede Wette ergebe sogar die Speichelprobe eine ganze DNA kindlicher Unschuld. Sie könnte noch Blut an den Händen haben, man gäbe ihr statt Handschellen einen Bonbon aus dem Glas. Diese Frau hatte mich wie gebraucht Püppi in den Müll geworfen, dann da wieder herausgeholt, abgepustet und weiter ging's. Verpiss dich, solange du noch kannst, Robert Kornblum.